Rückrundenauftakt in der dritten Liga. Für die Offenbacher Kickers beginnt die Rückserie genauso wie die Hinrunde, nämlich mit einer 0:1 Niederlage gegen den Hallischen FC. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt taten sich die Kickers schwer und kassierten den Gegentreffer erst in der Schlussminute. Also das 0:1 in der 90. Minute darf uns nicht passieren. Wir lassen ihn einfach da durchlaufen nach unserem Ballbesitz und es geht nicht. Die Frage sieht komplett anders aus, wenn in der 89., wenn wir das Ding reinköpfen, sagen wir, oh, ihr habt gut gekämpft, angerannt, habt gewonnen, alles gut. Jetzt höre ich mir die Frage andersrum an, keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen? Ganz ehrlich. Ich bin genauso, wie du jetzt hier stehst und sagst, was ist das, Scheiße, sag ich mir auch. Aber wenn wir in der 89. das Ding reinköpfen, ist alles gut. Dann fragt keiner so eine Frage. Genau wie Julius Reinhardt waren die meisten Offenbacher sprach- und ratlos wegen der erneuten Niederlage. So ratlos. Also ich denke mal, wir haben in jeder Phase schon unsere Chancen gehabt in dem Spiel. Und wir machen sie nur einfach nicht. Und darauf müssen wir halt warten. Und dann muss man wenigstens zu Null spielen. Das ist das Ein und Alles, dass man dann wenigstens zu Null spielt. Und das haben wir heute nicht geschafft. Und das müssen wir uns ankreiden lassen. Und da können die Fans auch zu Recht sauer sein. Und das ist einfach so. Es ist verständlich, dass wenn du einen Fehler machst als Spieler, dass dann auch Pfiffe kommen, aber man muss auch sehen, wie hier der Platz, wie der Ball verspringt. Und in manchen Situationen sehr unglücklich und in manchen Situationen muss man wirklich sagen, dass es wirklich sehr, sehr uneben in manchen Situationen. Und da ist manchmal ein Lotteriespieler, weil der springt einen Ball oben drüber und durch. Das ist ganz normal auf dem Platz. Aber da muss man halt auch ein bisschen ein Feingefühl haben. Aber wir versuchen das, aber. Es ist natürlich auch so, dass wir uns das auch ankreiden müssen, dass wir einfach in der 90. das Ding 1-0 verlieren und nicht dann wenigstens den Punkt mitnehmen. Und das ist einfach die Katastrophe für uns. Von dem her, wir wissen, dass wir hier nicht die schlechtere Mannschaft waren. Wir haben in der 90. Minute ein dummes Gegentor bekommen. Und es ist immer so im Fußball. Es geht schnell wieder zum nächsten Spiel. Wir müssen uns raffen. Wir müssen, so wie die Halle, wir spielen dann auswärts, wir müssen auch mal hingehen, wir müssen auch mal in die Zweikämpfe dann kommen. Ja? Und auch wenn es mal wehtut, aber für den Gegner auf jeden Fall auch. Und müssen wieder zu unserem Spiel finden. Und das werden wir versuchen in der nächsten Woche dann hinzubekommen.